Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Sage der Flamme 5. Schreie der Schatten. Kapitel 1. Genug. Guten Morgen, Sakit. Morgen. Die Sonne stand bereits am Himmel, als Sakit in Silberdorf aus seiner derzeitigen Bleibe trat. Eigentlich war er kein Mon, welches den halben Tag verschlief, aber irgendwo, was sollte er sonst tun? Ein paar Tage waren seit seiner Mission im Weltenbaum des Sturmes vergangen. Ihm hatte nicht gefallen, was getan werden musste, doch es musste nun einmal. Und damit wären Omegons Aufträge ja wohl auch erledigt. Also gab es nicht mehr zu tun, als die Zeit totzuschlagen, bis Omegon endlich gewonnen hatte. Wo ich dich gerade sehe, Günther hat vorhin etwas davon gemurrt, dass du zu ihm kommen sollst, wenn du aufwachst. So viel dann auch dazu. Günther fand schon noch seine Wege zu nerven. Na prima. Hast du eine Ahnung, wo er sich gerade befindet? Also, gerade hetzt er uns nicht alle durch Silberdorf, also wird er wohl bei Omegon sein. Die Pokémon um Günther herum waren nicht das Problem. Sie alle waren normale, freundliche Kämpfer, nur auf den Schutz ihrer Heimat bedacht. Aber ihr Anführer. Boah. Wobei selbst sie scheinbar keine Lust mehr hatten, ihn einen solchen zu nennen. Aber keine Wahl. Man konnte sich wohl wirklich nicht aussuchen, wem man unterstellt war. Du weißt doch bestimmt mehr, Sakit. Weißt du, wie lange diese ganze Panik noch dauert? Ich mag es wirklich nicht, wenn Günther so ist, wie er es gerade eben ist. Ich möchte wieder unsere Freunde in der Zweigwelt sehen können, aber es geht wirklich gar nichts. Wie lange es noch dauern wird, weiß am Ende wohl nur Omegon selber. Wobei er ohnehin zu vorsichtig ist. Er könnte eigentlich nun beruhigt sein. Auf seiner letzten Mission habe ich die Mon, die gedroht haben, unschädlich gemacht. Also gibt es nichts mehr zu fürchten für ihn. Wenn du dann sowieso zu Omegon gehst, einfach weil Günther dort ist, kannst du vielleicht mal fragen? Ich würde es ja selber, aber... Aber Omegon ist sehr wählerisch darin, wen er mit sich sprechen lässt. Ich weiß. Ich sehe, was ich tun kann. Vielen Dank. Na, schon gut. Aber ich sollte jetzt wohl los. An sich könnte die Zeit in Silberdorf wirklich angenehm sein. Aber es gab so viele Aspekte, welche um das eigentliche Leben hier herum herrschten. Es könnte alles so schön sein, wenn die Welt außerhalb dieses Ortes nicht existieren würde und nicht die Dinge, die getan werden mussten. Viel Lust hatte er zwar nicht, aber trotzdem folgte Sakit seiner Spur zu Günther. Er gehorchte ungerne dem Impagator, doch einerseits hatte er keine Lust auf unnötigen Streit, andererseits könnte eine Nachricht von ihm immer von Omegon weitergeleitet sein. Also trat das Akani auch ein, in den geheimen Ort, der den Kern des Weltengeistes Omegon bieten sollte. Wer da? Derjenige, den du gerufen hast. Du lässt dir zu viel Zeit, Mon. Gibt es irgendeinen Grund für dich, den halben Vormittag zu verschlafen? Gibt es irgendeinen Grund, das nicht zu tun? Was habe ich denn deiner Meinung nach vor, solange ich hier bin? Vermutlich genug. Zumindest war das bisher immer so, wenn Omegon mit dir reden wollte. Für mich selber würde ich dich nicht rufen. Da habe ich deutlich bessere Optionen. Und glaub mir, wenn's nach mir ginge, hätte ich dich auch schon lange hierher gescheucht. Aber Omegon meinte, ich solle dich schlafen lassen, wenn du es denn tätest. Er hat's wohl nicht eilig. Anders als ich. Wenn du mich nicht sehen willst, umso besser. Dann kannst du ja jetzt aus meinem Blickfeld treten. Das hast du noch lange nicht. Ich aber. Wobei es mir egal ist, ob du bleibst oder nicht. Ich habe nichts Geheimes zu besprechen.
Zumindest nichts, was dir geheim bleiben muss. Doch trotzdem gefällt mir nicht, was ich hier wieder hören muss. Ihr Bein scheint nicht zu verstehen, wie man wahren Erfolg erlangen kann. Es braucht Kooperation. Und ihr Bein seid davon Welten entfernt. Hast du etwas anderes erwartet? Du holst dir ein Pokémon eines anderen Weltenbaumes hier heran. Und denkst, dass ich ihm traue. Und bei mir brauchst du dich wirklich nicht beschweren, Omegon. Du hast auf welcher Grundlage ich beginnen müsste, Vertrauen aufzubauen. Dabei bist du doch vertrauenswürdig, nicht, Sakit? Sagen wir mal, für euch schon. Vielleicht nicht für meine Familie. Jeden letzten Kommentar ignorierte Omegon schlicht. Dann hast du doch bestimmt kein Problem damit, noch einmal Bericht über deine letzte Mission zu erstatten. Und dafür hast du mich gerufen. Ich habe doch schon... Du hast doch bestimmt kein Problem damit, Sakit. Natürlich nicht, Lord Omegon. Auch wenn es wenig zu berichten gibt. Ich bin ganz dem Plan gefolgt. Zunächst habe ich die Bewohner des Dorfes, speziell Trikefalo, von meiner Gesandtheit überzeugt. Der hat sich dann zum Gletscherpalast begeben, während ich zum Labyrinth gereist bin und die Pfade studiert habe. Tatsächlich sind die Reisenden irgendwann auch dort angekommen. Und wollten mir nicht vertrauen, aber haben es letztlich doch. Siehst du, Omegon? Nicht einmal diese Reisenden trauen deinem tollen Diener. Und das, wenn er als normales Pokémon auftritt. Normales Mon. Nicht für diese vier. Oder eher nicht für Flamme und Sol. Ich habe ihnen viel Unrecht getan, bevor sie überhaupt abgereist sind. Wie? Du kennst die Reisenden? Habe ich da was nicht mitbekommen? Ich bin davon ausgegangen, dass sie dir fremd sind. Gehe nicht aus, wenn ich plane, Günther. Sie sind über alles andere als fremd. Die beiden zentralen Auserwählten der Weltengeister. Ein Fukano und ein Vulpix. Die beiden sind die Söhne unseres Freundes Sakit hier. Der Gesichtsausdruck des Imperators sprach mehr als Romane. Und dem vertraust du in diesem Kampf? Bist du irre? Er hat seine gesamte Heimat verraten, wurde aus seinem eigenen Dorf verbannt. Und er ist ein Krieger. Sakit hat seine Chance erkannt, als ich ihn ansprach. Er weiß, mein Sieg ist sicher. Ob er kooperiert oder nicht. Und er hat erkannt, dass er vielleicht manche seiner Fehler gut machen kann. Wenn er so seiner Heimat das Leben schenkt. Also, sprich weiter, mein Freund. Naja, sie haben mir dann letztlich doch vertraut. Ich habe auf ihrer kleinen Rast vor der Abreise heimlich eine Schnalle an Flammes Beutel gelockert. So dass er diesen auf dem Weg verlor. Ich konnte die anderen drei voranschicken, während ich mit Flamme also zurück auf die Suche ging. Nur leider war das Zoroark nicht kooperationsbereit und stürzte nicht mit den anderen beiden in den Untergrund, wodurch er Flamme informiert hatte. Aber sie konnten nichts mehr tun. Wir waren inmitten des Labyrinthes und ihr halbes Team war gestürzt. Ich bin gegangen und habe sie zurückgelassen. Und das ist, was geschehen ist. Jedes Wort ist vollständig. Alles ist wahr. Denkst du, ich würde lügen? Weshalb? Ich weiß selber, dass du es herausfinden würdest. Ich riskiere nicht das Leben meiner Heimat und ihrer Pokémon. Ohne jeden Grund. Und genau das würde ich mit so einer Lüge. Das Problem ist, ich glaube dir, dass es so vorgefallen ist. Ah,
Kann mir jemand von euch dann erklären, wieso ich vorhin sehen musste, wie eine Gruppe an Pokémon Tundil besuchte? Ein Vulpix und ein Fukano unter ihm. Sogar ein neues Pokémon an ihrer Seite. Sakit, deine tolle, vollendete Mission war ein Reinfall. Und ich habe genug von deinen Reinfällen. Diese Gruppe stört mich. Sie haben mehr Glück, als sie je haben sollen. Viel, viel mehr. Ich dachte, dass sie bereits am Grundstein der Gruppe scheitern müssten. Aber nein, sie reisen, reisen, reisen. Und damit ist es genug. Sakit, deine Moral, deine Einstellungen. Ich habe genug von ihnen. Du willst das Problem weiter und weiter ohne Gewalt lösen. Dann sag mir, klappt es denn? Klappt es? Sind die Reisenden nullifiziert? Aber, wie haben sie... Klappt es denn, Sakit? Nein, Lord Omega. Exakt. Und davon habe ich genug, Sakit. Sie sind der Weltenbaum der Schande. Du kennst deinen Job. Finde diese Pokémon. Mache sie unschädlich. Egal, was du tun musst. Nein. Damit fange ich gar nicht erst an. Denn dann suchst du ein Schlupfloch. Sakit, kehre zurück, wenn sie tot sind. Alle. Aber kann ich denn wirklich alle von ihnen besiegen? Sie sind so viele inzwischen und... Herausreden willst du dich? Doch keine Sorge. Keine Sorge, mein Freund. Ein Angriff kann einem Pokémon wehtun. Doch vielmehr können es andere Dinge. Und das weiß ich sehr gut. Und damit plane ich schon lange. Sakit, wenn du gegen diese Pokémon kämpfst, sagen wir, etwas weniger Vertrauen hätte deinen Söhnen geholfen. Ein Mon in ihren Reihen arbeitet für mich. Und es wird sich zeigen, wenn du kämpfst. Und spätestens durch den Schock des Verrates. Es wird Blut fließen, Sakit, hörst du? Blut. Omegon hatte noch einen Verbündeten. Und das in den Reihen seiner Feinde. Nun, letztlich war es wohl, was der Gott immer gesagt hatte. Egal wie stark seine Feinde wurden, er war immer einen Schritt voraus. Hatte immer bereits lange vorgeplant. Denn jedes Mal, wenn ein Plan seinerseits scheiterte, es folgte bereits der nächste. Aber wenn einmal, auch nur ein einziges Mal, Omegons Plan Erfolg hätte, dann wäre es vorbei. Und nun sollte Sakit also in einen fremden Weltenbaum reisen, seine eigenen Söhne jagen und töten. Wobei sie auch noch im gleichen Kampf aus eigenen Reihen verraten würden. Wenn Sakit eine Chance hätte, sich zu wehren, dann würde er es tun. Aber was wäre das Resultat? Das Resultat wäre, dass immer noch alle sterben würden, die es so auch tun. Und noch dazu seine gesamte Heimat mit all ihren Pokémon. Auch wenn es sich nicht immer so anfühlte, was Sakit tat, war letztlich nichts als Schadensbeschränkung. Sein Eingreifen veränderte nicht den Ausgang des Krieges. Omegon konnte nicht verlieren. Und das wusste der Krieger. Also würde er seine eigene Würde aufopfern, wenn dafür seine Heimat leben dürfte. Und auch seine Söhne. Dass Sakits Taten das Endergebnis nicht veränderten, machte sie nicht richtig. Aber wie sollte man auch richtig handeln können in einer Lage wie dieser? Richtig. So etwas gab es gar nicht mehr.
Aber mir machst du Vorwürfe, weil ich meinen Freunden nichts von Omegons Plänen erzähle. Denkst du nicht, dass das ein bisschen doppelmoralisch ist, Sakit? Wenn ich etwas verheimliche, ist es falsch, aber wenn du deiner Familie... Ich leiste nur Folge, weil ich keine andere Wahl habe. Würde ich all dies nicht tun, würden nicht nur meine Söhne sterben, sondern auch der Rest meiner Familie und alles, was ich Heimat nenne. Du hättest hingegen vielleicht verhindern können, dass ich hier in diese Lage gerate. Falsch! Sakit, ich glaube nicht, dass du verstehst! Ich bin Omegon! Ich bin alles! Das mächtigste aller Wesen! Jener, der ein neues, besseres Universum kreieren und führen kann! Sogar das Schicksal ist überzeugt von meinem Recht! Es war alles bestimmt! Von vornherein! Seit jenem Moment, in dem meine Geburt vorherbestimmt wurde! Seitdem ist die Zukunft klar! Niemand anderes ist in der Lage, nicht nur das Unrecht zu sehen, sondern sich dagegen zu erheben und es zu bezwingen. Und dass du mich als den Bösen siehst, ist allein deine Schuld, Sakit. Denn ich bin es nicht. Ich will lediglich die Gerechtigkeit wahr werden lassen, welche der Rest der Weltengeister verschmäht. Ja, eine Gerechtigkeit, die sie bekämpfen. Aber letztlich ist deine Sicht auch egal. Denn Sakit, du kennst deine Aufgabe. Du kennst ihre Grundlagen. Du kennst mich. Also, handle nach meinen Worten. Und kehre nicht hierher zurück, bevor kein Blut geflossen ist. Ja, Lord Omegon. Um das Akani entstand aus Sternlicht gebildet ein Umhang und eine Sense, welche scheinbar gehalten wurde, doch in Wahrheit schwebte. In dieser Gestalt sah das Akani aus wie der Tod höchst selber. Und dies sollte er auch nun werden. Bisher hatte es immer friedliche Versuche geben können. Doch Omegon hatte genug. Die Zeit war gekommen. Und mit der Macht des Sternlichtes, gegeben von Omegon höchstpersönlich... Die Zeit war gekommen, in der das Akani mehr tat, als bloß auszusehen wie der Tod.